Ganz nee. Wäre vielleicht besser gewesen. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Naja. Was haben wir hier noch? Bis zum Horizont Tetanus. Es wird Zeit. Bis zum. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Okay. Zum Kran nach oben. Tunnelpassage. Keine Items mehr natürlich, was denn auch sonst. Probieren wir es mal hier, diesen Wartungskasten aufzumachen. Au! Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Ja. Verdammt. Wofür hast du den Kran hier, hm? Probieren wir es mal, Rufus. Geh doch rein. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Jetzt komm schon! Verdammt! Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Defekt. Im Eimer. Weg damit. Also brauchen wir eine neue Sicherung. Man soll, wenn man. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann nach oben. Und dann in diese Tunnelpassage. So, und hier muss es doch irgendwas geben. Schaltzentrale, Knopf, Hebel, Signallampe, Weichstellkasten, Scheinwerfer, Mindbike, Schrotthaufen, Viadukt. Gehen wir mal zum Schrotthaufen. Können wir das anklicken? Nee. Wenn ich ohne triftigen Grund, fühle ich da jedenfalls nicht. Okay. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Mhm. Was ist das? Ah, nur eine Lampe habe ich jetzt bekommen. Vielleicht direkt mal hier ausprobieren. Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt. Das nämlich schon mal nicht. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Ich spare mir meine Tele. Ach so, ich komme da noch gar nicht hoch. Toll. Vielleicht weiter rüber? Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide. Ah, das wird eine wunderbare Prothese. Dom, dom, dom. Da ist etwas verrückt, der Untin, den besuchen wir gleich mal. Nachdem wir uns mal den angeguckt haben. Ugh, zu hoch. Hey du, du komm schon da runter. Ups. Ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Hm.
Ah, okay, dann haben wir jetzt quasi, bevor ich den Mann jetzt da anspreche, wir haben vielleicht jetzt das richtige Ding für hier. Eine Signallampe quasi. Vielleicht ist es das, was hier fehlt. Nein, wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Nicht? Okay, dann gehen wir mal rüber. Und nehmen uns mal seinen Schnaps. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber. War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin doch Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurg. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Ja, genau, das war's Was aber. machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Oh mein Gott, ist das geil. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Sehr schön. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Ja. Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ja, klar. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich.
dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay. Wie wär's mit... Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Naja. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sag immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ja. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann ein... Ach so. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bauern. Solange der Moore Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Moore Flansch geben. Vollkommen logisch. Ist logisch. Vollkommen logisch. Logisch. Ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Sis, sis, sis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Ja, ja. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ganz einfach, oder? Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Natürlich. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Danke. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf den schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Gut. Danke für den Schnaps. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Ich? Ja. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ist hier sonst noch irgendetwas? Nö, aber da geht's weiter. Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack. Sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ach, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, Wahnsinn. Natürlich ist echt behindert. Ah, wir haben einen Hebel. Jetzt! Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist, passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Komme ich vielleicht an den Knopf? Ich spare mir meine Tele... Probieren wir es mal. Da liegt nun wirklich schon genug Schwamm. Ja. Okay.
Kommst du da nicht rein, Rufus Lein? Ich spare mir. Er kommt da echt nicht rein. So. Irgendwas müssen wir doch hier haben. So. Gehen wir mal rein in den Kran. Probieren wir mal damit. Nein, wahre Kreativ. Nein. Schäden bringen, aber ich brauch. Nein. Scheiße, Mann. Echt, ey. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dünn. So gerne ich auch scheide, ich mag einfach keine. Okay. Scherben bringen Glück, aber ich brauch. Okay. Scherben, aber ich. Okay. Sie haben beide die gleiche Fassung, aber rote Lampen eignen sich bestenfalls als Rücklicht. Und wo ich hingehe, brauche ich kein Rücklicht. Ah. Vielleicht eine Warnlampe? An meinem Mainbike? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger oder eine Sprungfunktion. Wie wär's mit... Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde... Na gut. Echt sonst nix hier, oder was? Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ja, das ist so eine gute Frage. Vielleicht, weil wir es gerade nicht hinbekommen. Vielleicht können wir ja mit seinem... Ugh, zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Siri? Er hat angefangen. Sein Ernst? Dünn. Bis zum Hotze. Uiuiuiui. Probieren wir's mal. Wow, das ist ja eine Mainbike-Lampe. Damit könnte man... Ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja und so weiter. Natürlich. Um was? Signallampen sind sehr wichtig. Man sollte sie immer... Ja und so weiter. Natürlich. Ja und so weiter. Ja. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fussel als Reinigungsmittel verwenden. Nein! Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Aha. Wisch sofort den Okidoki. Oh yeah. Nee, also ich verstehe es jetzt noch nicht so ganz. Muss ich leider sagen. Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ja. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Da fehlt ein... Ein Stümpel, einen Zylinder, ein Stümpel und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Ja. Ich halte nichts von meinem Blick, egal wie... Okay. Kann man nicht irgendwie noch eine Signalleuchte dazu packen? Eine Warnlampe? Also wenn ich einen Tupf... I don't fucking get it. Bam. Ohne Flachs, ey, ich verstehe das gerade echt nicht. Die eines von ich weiß.
Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Ich finde das irgendwie voll scheiße. Dass über man das Ding da wird schnell es denn da. Und hier muss man. Dass man keine Tipps bekommen kann hier. Ja, speichern wir erstmal ab. Und dann werde ich mich bei euch im nächsten Part wieder melden, meine Friends, wenn ich mir mal ein paar Infos geholt habe. Bis dahin, Chosen.